Wenn Sie innerhalb des Gebäudes ein Subgeschoss haben und wenn es nur vielleicht 30 Zentimeter sind, zum Beispiel das Wohnzimmer soll etwas tiefer liegen, dann begeben wir uns auf das Hauptgeschoss und schneiden in die Kellerdecke, das ist also die Decke, auf der Sie stehen, ein Loch. Ein Deckenloch. E, 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 rechte Maustaste. Sie sehen, wenn ein Raum nicht auf einer Decke liegt, dann gibt es an der Stelle natürlich auch keine Wohnfläche. Den Raum können wir also an der Stelle auch löschen. Und wir setzen jetzt in den gleichen Bereich, in den abgesenkten Bereich und den abzusenkenden Bereich, ein neues Deckenelement. Oberkante absolut vom Rohfußboden-Erdgeschoss gerechnet, meinetwegen minus 60. Wenn wir uns die Schnittachse B anschauen, dann sehen wir auch hier das Deckenloch und die entsprechende Subgeschossdecke. Hier an der Stelle wäre es vielleicht besser, diese Subgeschossdecke bis zu diesem Punkt zu führen, damit wir diesen Bereich mit einer Innenwand dann schließen können. Das heißt, die Innenwand, die dann auf der Subgeschossdecke steht, sollte von unten an die bereits vorhandene Hauptgeschossdecke stoßen. An allen anderen Seiten gibt es Außenwände, wobei diese Wandkanten aufgrund der geänderten Wandstärke oder der unterschiedlichen Wandstärke im Erdgeschoss und im Kellergeschoss diese Wandkanten nicht exakt übereinander stehen. Wie kann man diese Decke da bearbeiten? Gut, man könnte sie neu setzen, löschen und neu setzen. Man kann aber auch diese Decke wohnen bearbeiten. Es gibt die Funktion Deckenkante verschieben. Klick Deckenkante an, geh an die Ecke, E wie Ecke. Klicke die Deckenkante an und verschiebe sie mit Steuerung E in Y um 2,5 cm. Das mache ich natürlich an der Außenwandkante genauso. Deckenkante. Steuerung E minus 2,5 und hier oben ebenso. Schnitt B. Das heißt, wir haben die Decke einfach durch Verschieben der Deckenkanten entsprechend vergrößert. Da diese Subgeschossdecke zu dem Hauptgeschoss Erdgeschoss gehört, sehen wir sie auch in der 3D-Geschossansicht Erdgeschoss. Wir sehen natürlich auch die Bodenplatte der Garage mit den darauf befindlichen Wänden. Und wir sehen hier die Decke, die an dieser Stelle innerhalb des Außenwandpolygons
ein automatisches Absturzgeländer bekommt. Also für Decken, Durchgeschossdecken innerhalb des Außenwandpolygons werden immer automatische Absturzgeländer erst einmal geplant, weil der Höhenunterschied könnte natürlich auch mal mehr sein als nur 50 Zentimeter. Gut, das Absturzgeländer, wenn wir an die Deckenkante eine Innenwand setzen, dann wird das Absturzgeländer automatisch ausgetauscht. In dem Bereich hier ist ja die Außenwand des Kellers. Decke markieren, rechte Maustaste. Automatisches Absturzgeländer lässt sich an der Stelle ausschalten. Und wir können einfach eine 17,5er Innenwand in dem Bereich auf die Decke setzen. Geschossansicht, Erdgeschoss, der Bereich entsprechend geschlossen. Wenn die Decke zum Keller gehört, ja, Kellergeschoss, dann haben wir hier im Kellergeschoss ebenfalls diese Decke. Und dann gehört sie natürlich auch in der 3D-Geschossansicht nicht mehr zum Erdgeschoss, sondern sie ist jetzt in der 3D-Geschossansicht im Kellergeschoss zu sehen. Decke markieren, Erdgeschoss. Nun lässt sich hier natürlich auch ein Raum drauflegen, Raum automatisch bemaßen, auf der Subgeschossdecke wohnen. Das Wohnzimmer ist voreingestellt. Wir können entsprechend Wand- und Bodenbelege einstellen, Wandbelag vielleicht mal eine etwas kräftigere Tapete, 3D-Geschossansicht, Erdgeschoss. Erdgeschoss.